Recht herzlich willkommen zurück bei uns bei den Modellbahn Bros und heute gibt es wieder zwei Änderungen in einem kurzen Update-Video hier. Und zwar die erste bezieht sich auf unseren Hauptbahnhof Bonn, den man jetzt hier sieht. Und zwar haben wir ja, wie man hier schon sieht, dieses Gerüst, dieses weiße Gerüst, wo wir einen bunten LED-Schlauch haben, dass das Ganze bunt beleuchtet wird. Und dieses Gerüst soll jetzt komplett abgebaut werden. Das heißt, wir haben hier begonnen, den LED-Schlauch sozusagen abzumontieren und danach dann eben das Gerüst an sich. Und das liegt daran, dass, wie schon im letzten Video gesagt, soll hier dann noch ein Gleis angeführt werden. Und so sieht das Ganze natürlich jetzt erstmal aus, wenn das Gerüst abmontiert wurde. Das sieht man jetzt schon einige Stellen, die natürlich nachgebessert werden müssen. Dazu haben wir uns einfach die dementsprechenden Farben wieder genommen in Schwarz und Weiß. Jetzt mal ein Bild von der weißen Farbe und haben dann natürlich alle Ausbesserungen zum einen auf der Vorderseite vorgenommen, wo die Stützen auch standen, dass das Ganze erstmal wieder weiß gestrichen wurde durch den Schnee. Und natürlich auch hinten, wo die Prellbögen waren oder wo die Prellbögen sind und dort waren ja auch Stützen gewesen, dass das alles nochmal nachgestrichen wurde. Und genau, weil hier soll dann wie gesagt ein Gleis angebaut werden, deswegen waren das jetzt hier erstmal die Vorarbeiten. Mehr dazu schauen wir uns dann in einem der nächsten Videos noch mit an. Jetzt zur zweiten Neuerung. Und zwar haben wir bei unserem Flugplatz ja eine Brücke schon eingebaut, sage ich mal, die ja von Anlage zu Anlage bzw. von Platte zu Platte übergeht. Und hier soll jetzt genau die gleiche Brücke nochmal genau parallel verschoben werden. Die soll jetzt, sage ich mal, wie sie hier abgebildet oder abgelegt ist, so soll sie dann auch eingebaut werden. Das sozusagen jetzt hinter dem Flugplatz, was man jetzt leider gerade nicht auf diesem Bild sieht, die Züge sozusagen rüberfahren, dann auf der Anlage wie so einen Wendel fahren und hier auf dieser Brücke dann wieder zurückfahren, dass sie dort im Kreis fahren können. Deswegen brauchen wir natürlich hier vorn rechts von dieser Brücke noch einen Anbau. Und den haben wir auch wieder aus einer alten Holzplatte gemacht. Wie man jetzt hier sieht, haben wir dort diese Holzplatte erstmal vorn dran befestigt. Sozusagen auch mit den Stützen verbunden und dann hinten mit Heißkleber befestigt. Und das Ganze hat hier eine leichte Steigung sozusagen, wie man hier schon sieht. Das heißt, hinten dran zu der Platte zum Flugplatz soll dann wie eine Art Mauerpappe noch mit angebaut werden. Und ja, diese Platte jetzt hier wurde natürlich auch erstmal mit grauer Farbe bestrichen. Hier jetzt mal ein Bild, wo wir die erste Schicht sozusagen aufgetragen haben. Und das Ganze wurde dann natürlich noch mit mehreren Schichten versehen, bis eben gar kein Holz mehr sichtbar war. Genau, plus das war jetzt hier das einzige Bild, was ich noch gefunden hatte zu diesem Punkt. Und genau, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist dann eine leichte Steigung, die dann nach hinten geht. Und dieses Gleis soll dann, wie gesagt, eben auch das Gleis sein, was dann sozusagen über den Bonner Hauptbahnhof geht, weshalb wir das Grundgerüst abgebaut haben. Denn vorhin, wo wir die Nachbesserung auch gemacht haben, soll dann, wie gesagt, das eine Gleis lang gehen, was dann zugleich das Gleis ist, was hier über diese Anbindung, sage ich mal, geht und zugleich über die Brücke, die man gesehen hat, dass die Züge eben sozusagen im Wendel im Kreis fahren können, um diesen Flugplatz, um diese zweite Anlage und um den Hauptbahnhof Bonn drumherum. Genau, und wie das weitergeht, schauen wir uns dann in einem der nächsten Videos mit an. Genau, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. I'm still breathing, falling in love every evening. God bless me, even though I'm through sneezing. Tonight we taking more shots than flu season.